So, eine neue Runde, Age of the Ring, diesmal mit Philipp. Wir machen ein Ja, kleines Gondor Tech Team hier und spielen an der Hafenstadt oder der Hafenregion, wo, wie man jetzt hier schon lesen kann, Aragorn bei der Schlacht der Pelennor-Felder wir haben viel zu tun. mit seiner Armee der Toten angekommen ist. Ich weiß, wo was sollen wir bauen? Generell ist Gondor auch echt eine Genau. ganz coole Fraktion hier, Wir müssen uns beeilen. weil man da sehr gut tanken kann, würde ich jetzt mal behaupten. Ah, hier unten ist der Hafen. Im Süden so. Unten, südlich, ah, ich sehe es. Ich sehe es. Genau. Genau, gucken, wo man hier überall drüber kann. Aber gut, ist alles nur ein Weg. Das Gebäude hier wäre fertig. Was soll ich bauen? Das Gebäude ist fertig. Machen Okay. wir uns an die Arbeit. Warum beide Bleibt sorgt Gondor? Das hat bereit. auch einen Vorteil, und zwar. Welche ist denn diese Fähigkeit? Unten müsste sie sein. Ist der Marktplatz. Ach ja, der Marktplatz hat ja gar keine Fähigkeit. Stimmt. Bei den Zwergen ist es wirklich eine Fähigkeit, die man kaufen muss. Los an die Arbeit. Und hier kann man als Menschen den Marktplatz bauen und damit die Rohstoffe aus Gehöften um 15% erhöhen. Und das gilt auch für die Verbündeten. Also wenn der Philipp das holt, dann profitiere ich auch davon. Und umgekehrt. Ich weiß noch nicht ganz genau, Ja. was ich hier für, was ich für Ja, Fähigkeiten holen auch soll. das. Gehst du Ich eher bin jetzt mal relativ. auf. Ist fertig. Ich bin jetzt mal An die rechts Arbeit, gegangen, Männer. ja. Okay, dann gehe ich Guck, dass mal. das. Normalerweise würde ich wahrscheinlich auch rechts gehen, dann gehe ich mal links. Ich glaube, das Spiel Okay. ist sehr Das Gebäude laut. hier wäre Ich fertig. werde auf den Aragorn gehen am Ende und auf den. Weiß nicht, der Ah. Delle vielleicht oder auf das, die Westwinde oder Ich so. bin Mich. der. Nochmal schauen. Ja, Aragorn ist schon fancy, muss man dazu sagen. Das ist schon stark, ja. Wir haben viel Auch zu direkt auf tun. Hufe 10. Kann ich ja gleich nochmal zeigen. Muss gerade An nur die gucken. Arbeit. Aber wir müssen hier Wo immer sollen wir aufpassen bei dem bauen? Game, weil die dadurch Diese durch die Tote Patches Pelennor-Legion. ist die KI sehr stark geworden. Time to go. Die ist viel schlauer und so und nutzt die Mechaniken besser und macht ein paar mehr Moves. Werkzeug bereit. Daher dürfen der Philipp und ich hier. Müssen wir uns konzentrieren. Müssen wir uns hier konzentrieren, richtig, ja. Nähe. Close the Oh, in der distance. Mitte ist ein Shoulder Leuchtfeuer. swords. Ich hab's Ich muss gesehen, mal ja. ganz kurz. Ich bin mir noch unsicher wegen der Lautstärke. Aber das könnt ihr auch gerne mal so in den Wir haben Kommentaren Waldfeuer schreiben. entdeckt. Wir Falls haben damit irgendwas angegriffen. ist. So, nur ausprobieren, ja. Attack. Ready for orders. Oh, da Ah, kommen sie jetzt. schon. Ja, dabei kämpfe ich gerade noch gegen die Creeps. Ich hab's gesehen, ja. Gondor! Die laufen zu dir runter, ne? Ja, ich seh's gerade schon, ja. Dilly-dallying. Einmal Mordor. Show them Oh, your fuck, da fear. sind noch mehr. Wer Die haben braucht sich in eine den Wäldern Truppe? versteckt hier, Gehöfte werden angegriffen. die Oh, Hobbits. okay, ja, ich. Unsere Truppen werden angegriffen. An die Arbeit, Männer. Hobbits sind ja doch gemeingefährlich. Ja. Wir müssen einen besseren Ort finden. Mach den Bauplatz frei. Our blades are at the ready. These pals. We have answered the call. Okay, gegen die Imladris, also Bruchtal, habe ich noch nicht so viele Erfahrungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, wie gut die sind, wo denn ihre Stärken sind und so weiter. Muss ich noch ein bisschen herauskriegen, ein bisschen analysieren. Ja. Ja, dadurch, dass das einfach ein neues Spiel ist, sind viel mehr Sachen, auf die man achten muss. Wenn die neu dazugekommen sind, alles. Ja. Richtig. Okay, also die werden schon auf mich gehen, nehme ich mal jetzt ganz stark an. Mach den Bauplatz Dadurch, dass jetzt frei! hier meine Gehöfte schon so gelitten haben. Das Ding ist noch nicht kaputt, Das gell? Gebäude ist fertig! Ja, ich habe auch drei Lamedon-Einheiten. Wir können eigentlich mal nach vorne gehen hier so ein bisschen. Oh, die kommen gerade von rechts. Wenn nicht, lass sie durchgehen. Oh Mist, da ist noch ein Hobbit übrig gewesen. Scheiße. Lass die eine Einheit durchgehen und wir gehen weiter mal vor jetzt. Nach rechts zuerst. Nach links gehen würde ich, hätte ich jetzt Einer hat gegangen. links. Das Gebäude ist bereit. Ah Mist, jetzt ist hier die. Up the hill. Okay, es sind zwei Einheiten durch. Ready your arrows. 50 men of Northrend. Wer braucht einen Baumeister? An die Sie greifen Arbeit! die Gehöfte Wir haben an. viel zu tun. We come from a Ich gehe links lang land jetzt, ja. Ja, ich bin auch da. Sie haben angegriffen. Können gerne weitergehen. Ja, die machen
schon hier die Hälfte von mir kaputt. Da sind schon mal die Weingärten, glaube ich, heißen die. Das war mein Horn, falls du das gehört hast. Ja, ich bin gerade am... Ich sammle mich wieder beim Leuchtfeuer. Ja, ich mich auch. Also noch können wir gut hier Schwertkämpfer bauen. Ja. Die weiße Stadt wird siegen! Alter, die verstecken sich hier voll in den Bäumen die ganze Zeit, diese scheiß Hobbits, ey. Schick direkt weiter was hinterher hier links. Mach das. Ja, ich auch. Oh, ja, diese eine Waghöhle da, die macht ab und an mal ja, ein paar meiner Männer weg, ey. Ich hab auch gerade gesehen, ja. Echt immer mies. Oh, die haben Rampok gebaut schon. Sollen sie mal machen? Können sie ruhig. Ich baue mal einen Marktplatz. Das ist noch viel wichtiger. Ja, hab ich schon gebaut. Ja, sehr schön. Ja, hab ich schon. Da ist ein Baumeister. Links von deinem Bogenschützen läuft gerade ein Baumeister lang. Ah, scheiße, hat gerade gebaut. Ja, kann da trotzdem drauf gehen. Ja, vielleicht kriegen wir es down. Oh, da ist noch ein Hobbit. Das Gebäude ist bereit. Wir haben viel zu tun. An die Arbeit. Ja, man sieht schon, meine Gehöfte leuchten so leicht. Das heißt, die haben diesen Buff gerade. Von dem lieben Herrn Philipp. Aber wir machen auch gerade schon gut Druck auf den Imladristut. Wir gehen auch gezählt auf die Gehöfte. Da steht eine Einheit von hier rum, glaube ich. Das ist eine dürfte Bogenschütz-Einheit sein, eigentlich. Ja. Ja, in der Mitte wird schon die ganze Zeit gegen die Orks noch gekämpft. Ja, ich habe da meine Mappe stehen, eigentlich. Das könnte gut sein. Wer sind da aufgehen, Ops? Oh, da sind Dunedain. Bei dir kommen sie unten, gell? Muss aufpassen. Wir haben die Kaserne verbessert. Ich weiß, was wir brauchen. Was soll ich bauen? Ja, ich glaube, hier links ist noch ein, da ist noch eine Dunedain-Einheit, Philipp. Links bei deren Festung. Ansonsten ist da nicht mehr viel. Und, da ist noch ein Rohstoffgebäude, was vielleicht nicht schlecht wäre. Ich schicke noch weitere Truppen hoch. Sollten die eigentlich auch bald weg sein. Ja, ich gehe mal wieder meine Losser nach Forlong-Strategie. Ja, geh auf das links auf das Rohstoffgebäude am besten sogar. Ja. Ich guck mir mal. Eine scheiß Waghöhle, ey. Ja, vielleicht sollten wir die schadet uns mehr als dass sie. Ja, die können wir gleich noch kaputt machen. Ja, aber erst wenn wir Speere haben. Ja, ja. Oh, in der Mitte ist eine ganz schöne Armee auf einmal jetzt. Eine zu große Armee. Ich sehe es gerade. Na gut, machen wir den oben erstmal weg. Und dann können wir immer noch reagieren. Wir müssen woanders bauen. Was wir brauchen. Entsprechend. Seid bereit! Ja, die kommen und laufen alle zu dir. Jo, da ist auch irgendwo ein Troll dabei, das ist das Problem. Ja, ja, da sind mehrere Trolle dabei. Uiuiuiui. Was waren das für Reiter auf einmal hier? Keine Ahnung. Keine Reiter gesehen. Die sind doch schon. Ah, da. Kundschafter der Dunedain. Es gibt irgendwo ein Dunedain-Lager. Da können die halt nochmal so Menschen rekrutieren. Okay, ich brauche mehr.
Show them wir werden no angegriffen! Fear. Die Gehöfte werden angegriffen! Wer braucht einen Baumeister? Auch mehr Rekrutierungskapazitäten hier. Wir müssen einen besseren Ort finden. Wir müssen uns beeilen. Ja, brauchst du noch? Okay. Sie greifen wieder an! Orksmänner! Soldaten warten auf weitere Befehle! In die Schlacht! Okay. Sie greifen an! Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus gerade. Ja. Größtenteils, weil die gerade alle in meiner Base sind. Ich kenn das nicht. Ja, ich mach oben nochmal ein bisschen Druck und. Ja, ist gut, es geht noch alles. Ja. Ding noch fertig, da. Ich brauch Feuerpfeile. Da nochmal. Ja, die hab ich leider noch gar nicht gemacht. Für meine Türme, weißt du? Ja, ja. Jawoll. Jetzt kommen die Axtkämpfer, jetzt dürft's langsam gehen. Guter Midgame-Spike. Ja. Wir haben viel zu tun. Läuft doch. Los an die Arbeit. Werkzeug bereit. Läuft auf jeden Fall. Ja, man muss halt gucken, man kann sich mit Gondor echt gut einbunkern. Wenn man sich aber zu sehr einbunkert, dann kriegt man nicht so viele Rohstoffe, so einfach ist das. Weil dann kann man sich nicht so gut ausbreiten und so. Ich hab mein Dings scheiße gesetzt. ich sehe gerade dein Riesending. Ja, aber das greift aber nicht die Festung an. Ah, weil es zu nah dran ist. Ja, genau. Okay, ich sammle mich wieder in der Mitte hier nochmal. Ah, die kommen mir schon hier direkt entgegen. Haben wir schon alles gebaut. Oh, ich hab noch gar keine Stallung gebaut, du. Oh, noch gar nichts, was? Ja, eigentlich sind ja Stallungen gar nicht so schlecht. Oh Gott, hier ist dieser Trollheld. Oh, ich sehe es gerade. Tadaan! Nee, also dieser Forlong hier, den ich gebaut habe, den Held, würde ich jetzt nicht behaupten, dass er der irgendwie jetzt ein besonders guter Held ist oder so. Er hat aber den Vorteil, dass er überhaupt erst ermöglicht, dass ich diese Axtkämpfer freischalten kann. Also dass ich die bauen kann. Ah, den einen Held 1000 irgendwas da, gell? Ja, genau. Den würde ich jetzt nicht wirklich so fürs Kämpfen benutzen. Oh, dein Katapult ist weg. Was? Wo? Achso, oben jetzt, ja. Ja, ja. Ist schon weg, leider. Ich hab's aber fast geschafft, ey, die Festung. Nur mit. Ohne Feuerpfeile und allem. Okay. Ja, die kommen jetzt auch wieder links hoch, eine Einheit. Und den. Ist aber gleich vorbei. Jawoll. Nice, sehr schön. Da kommt ein Nazgul hoch zu dir. Okay. Ich will nicht, dass mein Forlong stirbt. Aber der wird jetzt ganz schön verfolgt. Forlong! Oh Gott, der ist so am Arsch. Naja. Aber den habe ich schon auf Level 8 gehabt. Und später bufft er sehr stark andere Helden. Der gibt denen so einen Buff irgendwie. Hast du schon Belagerungssachen? Ja, zwei Stück. Sehr schön, sehr schön. Dann komme ich jetzt auch. Ach, ich wollte eigentlich hier was bauen. Genau. Wie sieht's bei Helden mit dir aus? Ah, du hast Faramir. Okay, du hast Philippa zum Beispiel jetzt Faramir. Wie genau. Verhält sich so ähnlich wie mit Forlong? Mit Forlong kannst du dann die Losser nach Leute holen. Mit Faramir die Waldläufer. Ethelien-Waldläufer. Ja. Ja, genau, hat mir
ganz gut gefallen. Ich auch mal. Naja, das sind halt ganz schon die. Guter Held. Die Elite-Leute. Gehen wir! Sie haben angegriffen! Bleibt wachsam! Soldaten, macht auf! Stellungen halten! Ey, wenn der Philipp da schon so ein. Philipp, der schon so einen Brunnen hat, dann kann man den ja mal ausnutzen hier. Den Brunnen habe ich extra gebaut. Ich habe auch die Festung da gebaut. Die oh, rechts ist aber noch ein. Ich hab's gerade gesehen. Katapult, das schießt hier gerade noch rum. Und die Festung habe ich auch, oder den Bonus da, dass man ein bisschen mehr Schaden bekommt. Ein bisschen. Andere Boni bekommt. Ja, also ich gehe da mit meiner Truppe mal langsam vor. Ja, die sind hier gerade noch bei mir in der Festung. Ansonsten habe ich auch zwei Anorien-Bataillone. Aber das lasse ich noch mal hier. Aber ich schicke die mal einen hinterher mit Boromir. Ja, ist klar. Leute, du denn da? Jawohl. Ja, man sieht, der Philipp, dem ging es auch gut. Da gibt es sehr viele aufgerüstete Einheiten hier. Ich habe die ganzen Feuerpfeile und eigentlich auch überall jetzt die Schilder und die schweren Rüstungen. Also die, die Rüstung hast du auch schon, ja. Die sieht man meistens nicht so gut. Aber die Klingen, die leuchten so ein bisschen. Macht euch kampfbereit! Macht euch bereit! Formiert euch, Ritter! Verfolgt die Einheiten nicht nach hinten. Ja, mach ich. Weil ich hab noch eine Cavalry-Einheit, ein paar Einheiten mit da hinten stehen. Die können dann aufräumen. Ich bring jetzt auch mein Katapult zu dir. Ich habe jetzt aber nur eins. Ja, nicht schlimm. Schlimm. Wir Ritter der weißen Stadt dürfen! Ah, das ist auch schon Boromir hier. Ja, genau, es ist noch Level 1. Da hab ich es noch nicht so weit gebaut. Warte mal, Boromir, das muss jetzt nicht da rein, du. Der fällt noch. Ich glaube, der fällt. Jetzt. Was ist los? Ja, wir müssen aufpassen, ey. Ah, da ist Elessar! Ja. Sehr schön. Schöne Musik auch hier, ey. Musik ist halt es ruckelt zwar jetzt leicht dadurch, aber... ist okay. Sehr schön. Ich habe jetzt auch meine 25er Fähigkeit. Ah, ich habe ja hier dann die... die Adler. Also ganz schön. Lass mal kurz ein bisschen auf Türme gehen, dann kann ich mit meinen Adlern eigentlich direkt finishen. Ja, können wir machen. Das kann ich wahrscheinlich jetzt auch schon. Ja, ich schicke jetzt mal meine Soldaten rein. Das heißt, du kannst jetzt auch mit deinen Bogenschützen, glaube ich, reingehen. Mach ich. Ritter der weißen Stadt. Schwerter! Rasch, Soldaten! Läuft doch. Ja. Oh, das, die Musik ist auch nice hier, ey. Hörst du das so ein bisschen? Nee. Okay. Leider nicht. Das war aber so die Musik, als die Adler kamen, also. Echt schon so cool. Haben sie echt schön gemacht, ja. Da sieht man, dass sie sich halt Mühe gegeben haben an dieser Stelle. Ja. Nee, aber der Philipp und ich haben anscheinend diese Belagerung, die können wir gut, ey. Ja, das klappt. Haben wir jetzt auch schon ab und an mal jetzt top. Auch abgesprochen, ey. Ja. Wir mussten das den harten Weg lernen, weil das, wie gesagt, das Spiel ist nicht so leicht. Nee, das möchte man was anderes. Aber kommt man eigentlich ganz gut zurecht. Schießen eine Katapulte eigentlich noch? Oh ja, ich glaube, die haben gerade meinen Radler getötet. Was? Ja, irgendwie ist der gerade explodiert, als da so ein Flammenschuss kam. Das könnte auch von mir gewesen sein. Der da.
So. Man sieht, da ist auch Gwei hier rechts. Oh. Ging jetzt schnell am Ende. Ja, Mann. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und gerne auch Bescheid sagen, wenn ihr mal so eine bestimmte Fraktion haben wollt. Dann werden wir euch die auch präsentieren. Und wir machen natürlich auch so eine richtig schöne Analyse. Da sind wir dabei. Dass wir die einzelne Fraktion mal in depth quasi vorstellen können. Ciao, ganz genau erklären. Genau.